In diesem Video wird die Single-Choice-Multiple-Choice-Frage anhand eines elektrotechnischen Beispiels kurz erklärt. Ich befinde mich hier am Exchange-Server von Letto, nutze jetzt die Suchfunktion, um nach PQS zu suchen, werde in der Suchfunktion fündig und lade mir die Frage. Ich kann die Frage mir am Exchange-Server bereits jetzt ansehen und sehe hier, dass einige Geräte an ein und dieselbe Spannung gelegt werden, unterschiedliche Ströme werden aufgenommen und jetzt wird gefragt, wir sollen ein Verbraucher-Zählteilsystem zugrunde legen und jenen Fall markieren, wo Wirkleistungsbezug aus dem Netz realisiert wird. Wir wählen die beiden richtigen Lösungen an und wählen Prüfen. Diese Fragen sind am Exchange-Server von Letto frei verfügbar.